So, schön. Dann guten Abend zusammen. Schön, dass ihr euch entschieden habt, mir bei der Fortsetzung meiner Vortragsreihe Bash und ich zuzuhören heute. Heute gehen wir schon in Teil 4. Ich hätte nie gedacht, dass da so viel draus wird am Ende. Ja, lasst euch von dem orangen Titel oben nicht irritieren. Das ist der zweite Teil der CLI-Interfaces. So. Genau. Also, heute geht es wieder um CLI-Interfaces, so wie beim letzten Mal schon auch. Hier habe ich die vorherigen Vorträge nochmal verlinkt, für die, die es interessiert, wenn ihr euch die Folien dann anguckt. Und was war meine Motivation, euch heute den ganzen Kram nochmal zu erzählen? Ja, einerseits seid ihr da selbst dran schuld, weil ihr habt letztes Mal so viel gefragt. So. Und darum geht es heute auch. Die offenen Fragen vom letzten Vortrag. Und ich hatte dann irgendwie Lust, mir das mal anzugucken, wie man das lösen könnte. Ja, und so kamen diese Folien zustande. Also, welche Fragen waren das? Erstens, kann man Werte, also wenn man Argumente angibt im CLI, kann man die Werte zu dem Argument auch mit einem Ist gleich vom Argument trennen? Und zweite Frage, kann man kurze Argumente auch konkatenieren? Weil sehen wir gleich noch, warum das eigentlich ganz nett ist. So, kurzer Rückblick für diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Was hatten wir da so gemacht? Wir hatten da mal so eine Grundstruktur aufgebaut, um CLI-Argumente in Bash zu parsen und dann hinterher quasi unsere Skripts so ein bisschen intelligenter zu machen. Und das sah wie folgt aus. Dann gab es dann hier so eine Schleife. Hier habe ich dann geguckt, ob es noch CLI-Argumente gibt, die ich nicht gelesen habe. Und dann gucke ich, was das vorderste CLI-Argument, das ich noch nicht gelesen habe, ist. Und das hier sind dann so quasi meine, ja, quasi mein Default-Branch, wenn man so will, im Switch-Case, wo ich Fehlermeldungen ausgebe, wenn ich eine Option nicht erkannt habe. Das ist so wenig hilfreich, weil egal, was ich eingebe, es wird mir einen Fehler geben. Daher kommen da noch Dinge dazu. Und das war dann insbesondere dieser Baustein. Also so in der Art könnte man dann ein Flag parsen. Da gucke ich hier. Kann ich dann so ein kleines Pattern aufmachen und gucke, ob da der Name meines Flags drin steht. Und dann kann ich hier lustige Dinge in Variablen zuweisen. Und wichtig ist dann eben auch dieses Shift hier unten, weil damit sage ich ihm, er soll alle Argumente, die er, also das vorderste Argument, das er gelesen hat, jetzt quasi rausnehmen aus der Kommandozeile, damit ich dann beim nächsten Durchlauf nicht wieder dort anfange, weil sonst werde ich nicht fertig. So, das gibt es dann auch noch mit Optionen, also im Sinne von, da habe ich dann so ein Argument und dann noch einen Wert dazu. Und das habe ich dann wie folgt gemacht. Da gucke ich, erstens, stimmt das überein? Und dann gucke ich, gibt es überhaupt noch einen Wert? Weil ich hätte schon gern einen Wert zu meinem Port gehabt. Und dann kann ich hier unten noch ein bisschen Sanity-Checks machen. Und am Ende, wenn ich das zugewiesen habe, ist dann wichtig, dass ich hier nicht Shift eingebe, im Sinne von schieb mal ein, also schmeiß das vorderste Argument weg, sondern halt Shift 2, weil ich habe ja zwei Argumente verarbeitet. Also sollte ich sie auch beide runternehmen, sonst treffe ich eins davon gleich wieder. So, und dann kommen wir zum eigentlich spannenden Teil. Wie machen wir jetzt Key-Value-Paare mit einem Ist gleich in der Mitte? Weil die Lösung, die ich letztes Mal vorgestellt hatte und die wir gerade auch gesehen haben, basierte darauf, dass das zwei separate Wörter sind in der Kommandozeile. Und das Vorbild war, ich habe einfach MyLS rausgepickt, aber ich meine, man findet viele Applikationen, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, so diese Schreibweise mit minus minus Hyperlink und dann eben ein Ist gleich und dann der Wert hinten dran. Das habe ich wie folgt in Bash umgesetzt. Und hier kommt ein wirklich tolles Feature in Bash, wie ich finde. Und zwar, wir haben hier, also das ist wieder diese Grundstruktur. Hier nehme ich mir das erste Argument und schreibe es in eine Variable und schmeiße es dann mal weg. Das wird dann gleich interessant, weil was wir im späteren Verlauf tun wollen, ist quasi die CLI-Argumente, die wir quasi noch zu lesen haben, editieren. Also man kann in Bash hingehen und kann sich an seine CLI-Argumente vorne noch was dranhängen, wenn man das möchte, oder in die Mitte oder hinten. Und das werden wir uns gleich zunutze machen. Und wie das dann läuft, ist folgendes. Ich mache hier so einen Test und dann gucke ich, ob der Wert, der meiner Variablen steht, diesem hübschen Regex entspricht. So, und die eigentliche Magie dabei ist, dieser Operator mit dem ist gleich Tilde, der beginnt quasi ein POSIX-Regex in Bash. Und wichtig ist dann auch, dass man den String da hinten nicht quotet, weil sonst ist es kein Regex, sondern bloß ein normaler String. Und was ich dann hier mache im Endeffekt ist, ich gucke, ob das, was ich da bekommen habe, mit einem Minus und dann einem Zeichen aus dieser Gruppe beginnt. Wenn ihr jetzt beschließt, ihr wollt noch unbedingt UTF-8 unterstützen, dann
müsst ihr natürlich diese Gruppe entsprechend erweitern. Ich habe beschlossen, den Schmerz tue ich mir nicht an. Ich bleibe bei ASCII, da fühle ich mich wohl. Alternativ dann mit dem Minus Minus angeführt eine lange Option, wo ich dann halt auch mehr als, also ein, wenigstens ein Zeichen oder mehr erwarte. Dann hier das ist gleich, das wir ja als Separator haben wollten. Und das Ganze macht, also das, der Teil vorne mit dem Minus und der Option oder Minus Minus Option, das ist quasi meine erste Capture Group. Dann kommt das ist gleich, das wollten wir als Separator haben. Und dann hier hinten kommt die zweite Capture Group, die nimmt einfach den Rest, alles was da noch hinten dran steht. Wichtig dabei ist, ich habe mich hier für das Pattern Punkt Sternchen entschieden, weil hinter dem ist gleich kann auch einfach weiter nichts stehen. Das ist dann der leere String. Und das ist tatsächlich in vielen GNU-Anwendungen auch so. Also einfach Minus Minus Option ist gleich, ist völlig valide. Dann habe ich halt gesagt, diese Option weise ich halt einen leeren String zu. Ja, und wenn wir dann so ein Bash Regex gemacht haben, dann können wir hier unten, also wenn das Regex ein Match hatte, schreibe ich hier unten meine Kommandozeile neu. Das geht mit diesem Set minus minus. Mit dem $add expandiere ich einmal all die Dinge, die noch in der Kommandozeile stehen, also die ich quasi in den nächsten Iterationen sowieso gelesen hätte. Nur sage ich ihm, er soll hier noch zwei so Dinge vorne dranhängen. So, nochmal ein bisschen im Detail zu Regex in Bash. Also wie schon gesagt, das ist verfügbar in diesen Test-Statements mit den doppelten eckigen Klammern. Wird initiiert mit einem ist gleich Tilde. Wenn ich einfach ein ist gleich schreiben würde, dann wäre es halt eine String Comparison. Wichtig ist auch, der rechte Operand ist die Regular Expression, auf die ich matchen möchte. Und die darf eben nicht in Anführungszeichen stehen, weil sonst ist das aus Bash-Sicht ein String. Und dann macht es da trotzdem eine String Comparison und das ist nicht, was wir haben wollten. Das heißt aber nicht, dass man in so einer Regular Expression nicht auch Shell-Variablen expandieren kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Pattern hier stehen habe mit a bis groß z, 0 bis 9, das könnte ich auch in eine Variable schreiben und dann könnte ich die Variable hier auch expandieren. Ich darf halt keine Quotes außenrum schreiben. Aber an sich ist das erstmal möglich. So, und jetzt gibt es ja 1001 Geschmacksrichtungen, wenn man Regex macht. Gut zu wissen ist, das benutzt POSIX Regex und das kann man einfach mit man nachgucken, also man 7 Regex, dann klickt man die Man-Page und da kann man dann auch nachlesen, was genau das Bash Regex jetzt unterstützt und was alles geht und was nicht geht. Was zum Beispiel nicht geht, wie ich schon mal rausgefunden habe, sind sogenannte Unnamed Capture Groups, heißen die, glaube ich. Das ist so ein Perl-Spezialding. Ich persönlich finde, man kann auch ohne leben, aber ja. Und dann, wenn ich so ein Regex gemacht habe, habe ich eben so eine Variable, die nennt sich bash-rematch. Das ist dann ein Array und die einzelnen Indizes sind dann meine Capture Groups. Also der Index 0 ist quasi das gesamte Match, also das ganze Ding. Und dann bash-rematch 1 ist dann hier die erste Capture Group, also der erste Begriff, der hier in runden Klammern steht. Und das ist einfach mal so ein Beispiel, das mir quasi das erste Wort meiner Eingabe zeigt. Man kann da aber natürlich beliebig komplizierte Dinge tun. Wir haben da jetzt vorhin Command-Line-Optionen mitgematcht. Das geht auch. Und weil das eben so ist, dass er diese Variable nur befüllt eigentlich, wenn das Regex ein Match hatte, finde ich, bietet sich das halt wunderbar an, um das dann in so ein If zu kombinieren. Also ich gucke quasi, gibt es da ein Match auf mein Regex und dann weiß ich, okay, dieses Array ist auch befüllt, dann kann ich es auch indexieren und dann kann ich lustige Dinge mit dem Ergebnis tun. So, warum würde man das tun wollen? Also jetzt mal ernsthaft. Ein Beispiel, wo ich das getan habe, ist Semantic Versioning. Also ich hatte da so für eine private Anwendung, da verwalte ich so ein paar Container und die baue ich halt in so einem CI-System. Und weil ich zu faul bin, manuell die Version des Containers zu updaten, bitte ich halt die Applikation im Container, mir ihre Version zu sagen. Und dann gucke ich halt, wie das so in Semantic Versioning reinpasst und setze meinen Tag entsprechend. So, und da hatte ich halt mal geguckt, das Semware FAQ hat tatsächlich Vorschläge, wie man so ein Regex baut, um Semantic Versioning zu matchen. Da war leider nichts dabei, was POSIX-kompatibel ist. Da habe ich da mal so ein Repo aufgemacht und bin dann noch den Schritt weitergegangen und habe mir da sogar ein kleines Skript geschrieben. Das habe ich hier einmal verlinkt, Semware-check. Das ist so ein Mini-CLI-Tool, da kann ich quasi auf der Kommandozeile so einen Semware-String eingeben und wenn es ein Semware-String ist, dann kriege ich einen Exit-Status von 0. Und dann kann ich ihn sogar noch fragen, was jetzt meine Major, meine Patch, Build und was auch immer noch Metadaten sind. Hab's vergessen, die fünfte Gruppe. Ja, also auch alles geschrieben in Bash. Insofern
mit diesem Regex in Bash kann man schon ziemlich coole Dinge tun. Und die Alternative wäre halt gewesen, ich nehme Grep und dann irgendwie 5 verschiedene Greps, aber hat mich nicht so wirklich überzeugt. So, dann kommen wir zur zweiten Frage vom letzten Mal. Kann ich kurze Argumente auch konkatenieren? Warum würde ich das tun wollen? Naja, ihr habt sicher alle schon mal LS verwendet und niemand schreibt das so, wie es in der ersten Form dargestellt ist. Also so viel Zeit habe ich im Leben einfach nicht. Das geht auch kürzer. Und deswegen konkateniert man die kurzen Argumente einfach und dann ist gut. Weiß ja jeder, was gemeint ist. Das konnte mein CLI vom letzten Mal nicht. Da habe ich jetzt auch eine hübsche Lösung entwickelt, die arbeitet auch wieder mit Regular Expressions. Wie sollte es anders sein? Und die eigentliche Magie findet dann wieder hier statt. Also ich habe hier ein Minus am Anfang, das verlange ich. Und dann kommen eben die Character, die ich als kurze Option erlaube. Wenn ich mir die Mühe machen will, kann ich das jetzt auch einschränken auf speziell die Character, die ich eigentlich haben will. Muss ich aber gar nicht. Weil was wir dann hinterher tun ist, wir gehen, das gebe ich zu, ist jetzt ein bisschen harter Tobak. Also sec erzeugt mir eine numerische Sequenz. Und was ich im Endeffekt tue ist, ich nehme meine Regular Expression hier, also den String, den ich gematcht habe, die ganzen konkatenierten kurzen Optionen und gehe die von hinten nach vorne durch und jeden einzelnen Character, weil es sind ja kurze Optionen, hänge ich dann hier vorne in meine Command Line mit rein. Also das ist wieder dieser Befehl mit set, minus minus, dann hänge ich halt ein Minus vorne dran, weil ich ja nur einen Character jeweils gelesen habe aus dem Argument, das ich bekommen habe und hänge das vorne mit hin. Und dadurch, dass ich das so tue, also indem ich rückwärts iteriere, stelle ich sogar sicher, dass die Reihenfolge der kurzen Option identisch ist damit, wie es in der Kommandozeile angegeben worden ist. So. Und damit habe ich die Probleme eigentlich beide gelöst. Jetzt ist das so ein bisschen viel geworden, ehrlich gesagt. Also mit den Dingen, die ich letztes Mal vorgestellt habe und den Dingen von heute und dann den Dingen aus den ersten beiden Vorträgen. Deswegen war ich mal so frei. Ich habe so ein kleines Bash-Template gebaut. Also falls da jemand mal Interesse hat, ich habe es hier verlinkt. Wir können auch einfach mal noch kurz reingucken. Das tut gar nicht weh für dich. Das seht ihr sicher anders. So, und dann machen wir einmal Folding aus. Da habe ich dann hier mal so beispielhaft so ein Argumenten-Array deklariert mit Key-Value-Paaren. Dann hier so ein kleiner Dummy-Hilfetext, wo dann auch schon mal gezeigt ist, wie man so ein Default-Argument mit angibt. Und dann kommt hier eben der Teil mit dem Command-Line-Parsing. Da jetzt einmal hier, also in dieser Zeile, einmal dargestellt, wie ich so ein Flag parse, das einfach nur ein Boolean ist. Dann hier mit minus port, wie ich da einen numerischen Wert mit abfrage und den auch gleich prüfe, ob das tatsächlich ein gültiger numerischer Wert ist für meine Anwendung. Und dann hier unten eben eingebaut die ganze Magie quasi, mit der ich, das ist jetzt gerade ein bisschen unschön, nehme ich einfach mal that. So. Und hier unten dann eingebaut die ganze Magie, mit der ich dann gucke, ob ich hier so Key-Value-Argumente mit einem ist gleich in der Mitte habe. Dann hänge ich das vorne in meine Command-Line mit dran und arbeite das quasi in der nächsten Iteration ab. Oder ob ich da viele konkatenierte kurze Flags habe, dann hänge ich die auch vorne an meine Command-Line mit dran und arbeite das in der nächsten Iteration ab. Und wenn es keins von beiden war, dann stand da halt irgendwelcher Quatsch drin, dann gebe ich einen Fehler aus und sage, weiß ich nicht, konnte ich jetzt leider nichts mit anfangen. Genau, und hier unten geht es dann quasi mit der eigentlichen Applikation los. Ja, genau. Und das wäre es dann soweit auch von meiner Seite. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Ja, bitte. Ein Problem, was mir damit auffällt, normalerweise, also oft ist es so, dass das Gleichheitszeichen verwendet wird, wenn man ein langes Argument hat, das einen String nimmt, aber nicht nur mitnehmen muss, also einen Standardwert dafür hat. Man kann auch einfach so ein langes Argument geben, ohne einen Wert. Und damit dann man sozusagen nicht nur Sachen geben kann an dieses lange Argument, das nicht mit zwei Stichen beginnt, hat man dann ein Gleichheitszeichen. Also ich hatte mal irgendwann so ein Skript geschrieben, wo ich halt Sachen mit YouTube DLP runterlade und da habe ich halt dann den Ich dachte, ich habe ein anderes Programm genommen, um die
Tracks zu setzen. Und wenn aber dann der Songname oder der Name von dem Artist mit minus minus beginnt, dann hat halt das, weil ich ja kein Gleichzeichen dazwischen gesetzt habe, hat er das als neue Flag hier genommen, gesehen. Und wenn man halt die Gleichzeichen dazwischen arbeitet, dann ist es halt direkt gesehen. Und wie du es jetzt machst, dass du es einfach sozusagen passt und replaced mit dem, verlierst du halt so ein bisschen die Funktionalität dadurch. Ich gebe zu, das ist völlig korrekt. Das ist mir aber jetzt auch noch nie vorgekommen, dass ich eine lange Option einen Wert anhänge, der mit minus minus beginnt, glaube ich, ehrlich gesagt. Aber du hast völlig recht, also für diese spezielle Anwendung würde mein Code kaputt gehen, ja. Ja, fair. Ja, bitte? Warum hast du dir für die Kurzoptionen etwas sowas wie getOps verwendet? Ich bin kein Fan von dieser Syntax. Und ja, also, nee, das ist eigentlich das ist schon die ganze Antwort. Also, ich bin nie damit warm geworden. Das hatte ich ja auch zu Beginn meiner, also des letzten Vortrags, glaube ich, auch erwähnt. Ja, nee, das ist schon, ja. Hätte man tun können, habe ich aber nicht. Noch eine Frage. Könntest du vielleicht gerade noch zurück zu dem Sequenzteil gehen, wo du diese konkretierten Kurzoptionen aufsplittest? Das ging ein bisschen schnell. Ja. Das Hash, genau, das Hashtag gibt mir an der Stelle die Länge. In diesem Fall opt ist ein String und Hashtag opt expandiert zur Länge des Strings, der in opt steht. Das minus 1 ist der Step, also dass er quasi für jedes folgende Element 1 dekrementieren soll und 2 ist das Ende der Range. Also ich kann das... Ich kann das gerade einmal demonstrieren. Wenn man normal sec macht, dann baut mir das so eine Range. Und ich kann ihm auch sagen 3, 2, 8 zum Beispiel. Dann fängt er bei 3 an, inkrementiert immer um 2 und endet bei 8. Ich kann aber auch sagen sec 5 minus 1, 2. Das heißt, er fängt bei 5 an, dekrementiert um 1 und hört bei 2 auf. Die Range ist jeweils inklusiv. Das ist Ding 2, weil der erste Charakter nicht das Minus macht? Korrekt. Ja. Also dieses... Wir haben ja vorne dieses Minus, mit dem das Regex anfängt, und das will ich eben explizit nicht. Ich hätte hier rückblickend auch mit einer Capture Group arbeiten können, also dass ich eine Capture Group hier rumziehe, so da, so, oder besser gesagt hier. Warum ich das in dem Moment nicht getan habe, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich habe einfach entschieden, ich lasse die Sequenz nur bis 2 laufen, dann würde ich das Minus vorne. Richtig. Ja. Und das Set? Ach, das Set fügt gar nichts an sich, sondern das Set setzt einfach die gesamte Parameterliste um und durch das $add hängen wir die hinten dran. Korrekt. Genau. Warum hast du die denn vorne dran gemacht? Weil er die Argumente dann alle in der Reihenfolge durchgeht, wie ich sie auf der Kommandozeile angegeben habe. Also wenn ich jetzt ein ls-lah mache und dann noch irgendwelches fubar hinten dran, dann würde er das expandieren am Ende zu ls-l-a-h und dann der ganze Rest. Weil der Vorteil dabei ist, das Parsing, wie ich es betreibe, ist sensitiv bezüglich der Reihenfolge der Argumente. Und ob ich jetzt zum Beispiel --port angebe mit einer ungültigen Zahl, macht schon einen Unterschied, ob ich das am Anfang meiner Command-Line tue oder am Ende, weil er die von vorne bis hinten durchgeht. Und wenn ich jetzt quasi mein minus lah in dem Beispiel von gerade eben dann ans Ende der Command-Line setzen würde, dann würde er eventuell quasi kaputt gehen, weil er erst aus Sicht des Nutzers den hinteren Teil der Command-Line gepasst hat. Dann repariert der Nutzer das und dann geht die Anwendung unerwartet kaputt, weil bei den Short-Options auch irgendwas falsch war. Ach, es ist gar nicht die gesamten Kommandozeilen-Parameter, die von Anfang an reingekommen haben, sondern der Rest, weil wir ja schon Sachen weggepoppt haben. Richtig, genau. Mit Shift. Deswegen machen wir hier oben auch dieses Shift 1. Weil wenn wir das nicht tun, laufen wir wieder in eine lustige Endlosschleife, weil wir dann nämlich die ganzen kurzen Optionen, die wir hier rausziehen, vorne dranhängen, aber das ganze Bündel aus den Kurzoptionen ist dann immer noch mit in der Kommandozeile und das expandiert Bash dann bis ans Ende der Zeit. Ja, ich hätte gedacht, du fügst es an den Anfang
Das stimmt. Ich konkateniere es aber nur vorne an den Rest der Parameter, die ich noch nicht gehandelt habe. Deswegen eben auch hier oben zwingend dieses Shift 1. Das ist die Syntax, also das ist in der Manpage explizit so beschrieben, dass dieses Set minus minus und alles, was dahinter kommt, modifiziert dann oder wird dann zu den neuen Kommandozeilenparametern, also ab diesem Zeitpunkt. Ja, ich finde diesen minus minus halt, um Parameter abzutrennen, ja, die keine Option sind. Genau. Oder jedenfalls keine Option für das Programm, das die Option auswertet, richtig. Und hier ist das eben so ein Spezialfall mit alles, was hinter dem Minus Minus kommt, das wird dann zu den neuen CLI-Argumenten. Ja. Richtig. Oder auch wenn man eine Regular Expression sucht mit grep oder so, die mit einem Minus anfängt, dann bietet sich das Minus Minus auch an. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es regular, also ob es das normale grep ist oder rip grep, weil ich eigentlich bloß noch mit rip grep arbeite. Aber in einem von denen hatte ich öfter schon mal das Problem, dass ich so eine Command-Line-Option gesucht habe irgendwo und dann habe ich mein regex angefangen mit minus irgendwas und dann sagt er mir halt unknown argument. Fair, kann ich verstehen. Aber dann einfach minus minus davor schreiben und dann akzeptiert er das so. Ja, genau. Gut. Dann, wenn weiter nichts ist, danke für eure Aufmerksamkeit.